Hallo und willkommen zurück zu Let's Play RimWorld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Joa, läuft, ne? Wir haben immer noch einen Gefangenen. Der Kerl will sich einfach nicht zu uns bekennen. Das wird er aber noch bald bereuen, wenn er so weitermacht. Dann bauen wir gerade an unserem neuen Solar- und Windpark. Hier muss irgendwann noch mal ein bisschen dran gebaut werden. Unser Forscherteam ist so effizient, dass wir bald alles schon erforscht haben. Oh, das wird auf jeden Fall noch eine Zeit lang weiter bestehen. Klar, die letzten paar Kabel könnt ihr aber noch nicht verlegen, ne? Na gut, über Solarpanels können sie drüber laufen. Das sollte nicht das Problem sein. Legt sich genau vor eine Wand und schaut sich den Himmel an. Okay, das ist jetzt... Gut, die Mauer geht ja jetzt nicht 200 Meter hoch, also... Sollte es nicht das Problem sein. Ein Piratenhändler. Cross, würdest du bitte mal kurz ans Funkgerät sprinten? Wenn der Kerl so nett ist. Nee, da hat natürlich keine Sklaven dabei. Aber er kauft Bier. Und zwar zu einem richtig heftigen Preis. Kleine Pistole können wir ihm verkaufen. Den Skydriller behalten wir. Was haben wir noch? Pulslaserpistolen können weg. Pistole weg. Bleibt weg. Exzellent. Kommt trotzdem weg. Zu kurze Reichweite, zu niedrige Feuergeschwindigkeit. Minigranaten. Okay, die kaufen wir. Bionischer Arm, ziemlich teuer. Medizin erst recht teuer. Und dann... Genau. Implantiere... Müssen wir dem echt erst das Holzbein abnehmen, bevor wir dem ein neues Bein implantieren können? Gucken wir nochmal. Weil wir könnten ihm ein Holzbein... Ah, einfache Beinprothese. Einfache Holzprothese, sage ich schon. Begeben Sie sich in die Krankenstation. Begeben Sie sich sofort dahin. Gehen Sie nicht über los. Warten Sie, bis einer unserer Hobbychirurgen zu Ihnen kommt. So, die kommen von da. Tja, die Sache mit deinem Bein wird wohl erstmal noch ein bisschen warten müssen.
Efim. Ah, hat er tatsächlich einen Glückstreffer abbekommen. Okay, du bewegst dich sofort auf die Krankenstation. Okay, und der ganze Rest von euch hat dienstfrei. Habt ihr alle sehr gut gemacht, hervorragende Arbeit. Lass dir den Pfeil aus dem Bein ziehen oder wo immer du den Treffer einstecken musstest. Oberkörper, Schnitt, Langbogen. Och, unangenehm, aber heilbar. Hey, dicke Ernte, hä? Lohnt sich. Naja, das waren keine heftigen Angriffe, würde ich jetzt mal sagen. Und schon wieder Forschung abgeschlossen. Jetzt geht uns die Niedrigtechnologieforschung langsam aus. Nehmen wir Teppiche. Siehst du, brauchst keine Angst zu haben. Wir haben tolle Kräutermedizin, die wir selber im Garten gezüchtet haben. Hey, hervorragend. Dafür kannst du jetzt mit 85% wieder laufen. Na, also. Wie sieht's hier aus? Sind die Viecher inzwischen massakriert? Ist er denn? Wenn er wieder laufen kann, möchte ich gerne. Ja, klar, kaum möchte ich sehen, wie er läuft. Ah! Ja, so langsam ist er doch gar nicht. Hat sich durchweg gelohnt, würde ich sagen. Unsere Steinproduktion läuft auch. Wie sieht's denn hier aus? Ein Holztisch. Ich weiß nicht, ob wir den überhaupt noch brauchen. Das war ein Kurzschluss, fieserweise.
Gut, zwei leicht Verletzte. Ich liebe das, wenn Leute einen Handgriff machen und danach stiften gehen. Und wie sieht's mit dir aus? Ah, hervorragend. Wenigstens das nicht so tragisch. Dann weiter geht's im Programm. Ja. Forschung, 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 Forschung. Oh ja, die stehen, das heißt. Die können abgerissen werden. Und das heißt auch, wir müssen diese Stromkabel hier ein bisschen umverlegen. Was sich aber relativ anbietet, denn so hätten wir die früher oder später sowieso verlegt. Wir arbeiten dran. Okay, Plan besteht bereits. Dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass dran gearbeitet wird. So, hier kommt Nahrung, hier kommt generelle Produktion hin. Wo setzen wir die Sky Drills hin? Oder wir setzen generelle Produktion hier hin, dann machen wir hier einen großen Innenhof, dann können wir hier auch bohren, so viel wir wollen. Grundlagenraumschiffe, schön. Was machen wir noch? Naja, immerhin genügend Stein scheint hier noch rumzuliegen, damit wir uns eine Zeit lang beschäftigen können. Das wird erstmal nicht mehr gebraucht. Unnütze Stromkabel sorgen nur für Kurzschlüsse. Es ist schön, wie wenig die Kolonisten sich darüber beklagen, dass sie im Dreck leben oder
Dass wir ihnen Luxus vorenthalten, wobei so wenig Luxus haben die gar nicht. Bedenkt man, dass wir in der Wüste sitzen. Der jetzt nach hier hinten hingerannt, um ein einziges Stück Kabel mittendrin zu verlegen. Ein Föderationsschmuggler. Waffenseitig sind wir aber ganz gut aufgestellt momentan. Schade. Die Sonnenfinsternis ist vorbei. Es wird wieder heiß. Aber immerhin, unsere Gebäude sind anständig gekühlt. So, hier war unsere alte Krankenstation drin. Was machen wir mit dem Raum, solange wir nichts Besseres damit zu tun haben? Wir reißen die Wand ab und vergrößern unser Kühllager erstmal. Möbel, ein bisschen Holz haben wir noch. Wo haben wir sie? Die Laufwege werden langsam ziemlich lang. Und hier Händler. Dem können wir tatsächlich eventuell was anfangen. Wo läuft Cross denn rum? Da. Ach komm, du kannst vorher nochmal den Tierhändler anfunken. Küken männlich 2. Weg. Küken 20. Du bleibst. Die Küken. Weg. So. Nicht nur, dass das eine Menge Kohle ist, wir sparen dadurch auch eine Menge Rohstoffe. Nämlich den Strohüberschuss, den wir produzieren. Wargs Mafferlos würde er uns anbieten. Nee, haben wir alles.
Kartoffeln, Beeren. Nee, ist erstmal reichlich. So, wie sieht's ansonsten aus? Oh, stimmt, wir haben ja noch Geschütztürme. Mal sehen. Präzisionsgeschütz, Schredder. Gut, die lassen wir jetzt erstmal so stehen. Fürs Erste sind wir auch nicht... So, ja, das mit der Forschung nimmt jetzt langsam wirklich Fahrt auf. Aber das bietet sich natürlich an, dann braucht man nicht so viel Zeit damit zu verbringen, das nachher zu machen. Es ist nicht so, als ob wir zu wenig Granit dafür hätten, ne? Ah, eine Sonneneruption. Ja, es war ja sowieso zu langweilig. Wenigstens Nahrungsvorräte haben wir. Ansonsten, ja. Ich hatte eigentlich vor, noch mehr neue Mods mit ins Spiel reinzunehmen, aber viele davon erfordern, dass man eine neue Kolonie startet und momentan läuft es hier so gut. Da fände ich das einfach doof. Ich finde, solange es so gut läuft und wir hier noch weiter ausprobieren können, sollten wir das auch machen. Vom Schwierigkeitsgrad her ist das ja wesentlich relaxter, als wir das sonst immer hatten. Da hätte ich auch vorher dran denken können. Meine Schuld. So, Stromkabel kommen auch einmal bis hierhin. Weiß nicht genau, wo wir die anschließen, aber einmal ganz außenrum sollten sie auf jeden Fall laufen. Gut, kein Dach hatten wir eingestellt. Manchmal sind die etwas komisch damit, wo die Lücken lassen und wo halt nicht.
Naja. Kleiner Kaktus, aha. Noch ein kleiner Kaktus, kommt auch weg. Ja. Machen wir das. Bevor ihr fragt, nein, ich habe nicht drüber nachgedacht, ob das hier mit den weiteren Stromanlagen passen könnte oder nicht. Ich habe es einfach gemacht. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht passen, aber... pff. Aha, ein Interstellar Recruiter. Während du mal... hierhin läufst. Nee, wenn, machen wir das hier. Und lassen den gut sein. Können wir den nämlich abreißen. So, er kauft Waffen. Und Sklaven, aber den geben wir nicht her. Stahlklinge schäbig kann weg. Der Skydrill bleibt bei uns. Dreifach Raketenwerfer bleibt. So, wie sieht's hier aus? Dauert alles noch. Natürlich, ist klar. Aber wenigstens geht es Schritt für Schritt voran. Was wir einmal machen können. Ist einfach mal gucken, wie viel Platz tatsächlich am Ende übrig bleibt. Oh, es bleiben genau 3x3 übrig. Das ist gar nicht unpraktisch. Allerdings, wenn möglich... na gut. Ganz so hübsch wird es wohl nicht werden. Verschiebt sich um genau ein Feld, aber ist ja egal. So ein einfacher Weg zwischendurch, um sicherzustellen, dass die Leute auch mal von links nach rechts können. So, der nächste... Natürlich sprechen wir auch mit dem in der Hoffnung, dass der wieder irgendwas anderes mitnimmt. Ja, die Klamotten wollen wir behalten. Skydriller wollen wir behalten. Spike Sniper Rifle behalten wir auch. Schade. Gut.
Der kann weg, der kann weg. Wenn wir hier Produktion hinsetzen und hier den Hof, sobald das hier weg ist, Produktion, dann können wir die Produktion hier hoch verlegen. Da in der Ecke stürzt eh keinen. Was soll man dazu noch sagen? Natürlich bräuchte diese Tür Energieversorgung, aber wollen wir uns da jetzt drum kümmern? Wahrscheinlich eher nicht. Sind Garnjacke mit dem Namen Omnipräsenz. Das 50 Trefferpunkte mehr. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wenn wir die Produktion hier rüber verlegen, dann können wir dieses Areal abreißen. Steht nicht auf Abreißen. Steht auch nicht auf Abreißen, gut. So, stehen die schon mal. Damit bloß nichts auf die Idee kommt, hier einzustürzen. So. Erstmal bauen wir das fertig. Dann bauen wir uns hier oben einen neuen Bunker hin. Tatsächlich ein Scharfschützengewehr dabei. Aber wir haben mehrere Scharfschützengewehre.
Das war ein kurzer Angriff, würde ich jetzt mal sagen. Und da ist schon wieder der Timer. Ja, dann danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich mache jetzt eine kleine Pause, aber gleich geht's dann schon weiter. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet natürlich auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Links zum Spiel und zu den Mods findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr wisst, ich empfehle nichts, was ich nicht selber spiele. Und auch nur dann das, was auch wirklich gut ist. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!